jüngsten Ereignisse bei der Unterzeichnungszeremonie sämtliche Friedensgespräche zwischen Luzis und Niflheim eingestellt. Darüber hinaus ließ man aus Regierungskreisen verlauten, dass neben König Regis auch Kronprinz Noctis und die Kanagi, Prinzessin Luna Freya aus Tenebrae, verstorben. Lass an! Aber, okay. Lass es aus. Ist los. Wo seid ihr? Vor der Stadt. Wir kommen nicht rein. Klar. Was heißt hier klar? Gar nichts ist klar. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich? Mein Vater? Und Luna soll tot sein? Erklär mir das bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Sid. Das mit Regis stimmt leider. Alles Weitere erzähle ich dir dort. Setzt euch in Bewegung. Bis dann. Der General? Was sagt er? Wir sollen nach Hammerhead. Und Regis? Königsgarde wurde sicherlich aufgelöst. Ja. Sonst würde Kor niemals Insomnia verlassen. Ich frage mich, wie es in Insomnia wohl zugeht. Sicher erfahren wir es bald übers Radio. Ja, sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Als erstes geht's nach Hammerhead. Dann sehen wir weiter. Meine Schwester hat sich gemeldet.
Sie ist mit anderen auf der Flucht nach Lestalon. Zum Glück geht's Iris gut. Ja. Glück hatte aber nicht jeder, wie es scheint. Wir sollten uns beeilen. Nocht wird nicht ewig tot bleiben. Zurück geht's nicht mehr. Aber vorwärts schon. Kein Zurück. Los. Hey. Schön, euch zu sehen. Kein gutes Wetter für eine Spritztour, was? Fürwahr. Wo ist Cor? Er ist die Lage sondieren. Aber Großvater möchte mit euch reden. Gut. Er saß wie auf heißen Kohlen, weil er sich solche Sorgen um euch gemacht hat. Die Niffen hatten's auf den Kristall und den Ring der Luzis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Cor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her. Ich habe eine Nachricht von Cor für euch. Er sagt, er wartet am Königsgrab auf euch. Das Grab liegt nordwestlich von hier. Auf dem Weg gibt's eine Siedlung. Hört euch dort erstmal etwas um. Hoffentlich gibt es nicht schon wieder Straßensperren. Nett, dass du mal wieder reinschaust. Besten Dank! Man sieht sich! Das ist es! Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Oh, willkommen. Was möchtet ihr wissen? Unsere Jagdziele. Weiß das zu schätzen. Das hier sind unsere Problemkinder. Also mutig, mutig. Geht ihr für uns auf die Jagd? Sehr freundlich. Passt auf euch auf.
Was habt ihr denn da Seltsames? Meinst du das hier? Das haben wir nach einem Kampf mit Imperialen gefunden. Eine insomnische Waffe? Wenn ich euch die etwas modifiziere, dann haut sie mehr rein. Modifi was? Modifizieren. Ah ja. Jetzt, wo Sydney sich um die Werkstatt kümmert, habe ich ja nicht viel zu tun. Die Einzelteile dafür müsst ihr aber auftreiben. Das sind die richtigen Teile. Den Rest mache ich. Ist ziemlich gut geworden, finde ich. Schau selbst. Bald klingelt die Kasse, Leute! Scheint, als wären wir... Sterb mir bloß nicht. Ad notam. Ja.
Stadt ist in Gefahr. Gladio! Bin unterwegs. Ja. Noch. War so nicht geplant. Danke! Nicht der Rede wert. Geht das nur mir so oder ist die Sicht so schlecht? So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Verdammt, Flink. Gladio! Komm doch! Ja. Das war knapp. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Oh, was für eine hübsche Farbe. Ich bin auch total alle. Ja. Ah, endlich erwische ich dich mal. Das bist du doch, oder, Noctis? Dino hier am Apparat. Der Steinschleifer. Genau, der Steinschleifer. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Schaut doch mal am Galdinkai vorbei, wenn ihr Zeit habt. Okay, verstanden. Thank you.
Noct? Es wird nur gekauft, was wir auch brauchen. Ist ja gut, Mann. Mach dich mal locker. Das sagst du so leicht. Ihr habt doch einen Wagen, oder nicht? Ja. Könntet ihr vielleicht damit was für mich besorgen? Wieso ausgerechnet wir? Naja, Sid meinte... Ja? Dass ich euch ruhig etwas einspannen soll, weil ihr hier erstmal festsitzt. Stimmt schon. Das ist eine gute Chance, die Gegend kennenzulernen. Wenn ihr ablehnt, ist das kein Weltuntergang. Aber wenn ihr mir helfen könntet, wäre das schön. Ach, du bist es wieder. Beeindruckend. Wollt ihr was essen? Ist wohl eine weitere Lektion des... Was? Sid lässt echt nicht locker. Er meint es ja nur gut. Er hat sicher keine Lust auf einen stinkfaulen König. Hey, wie ist die Lage? Was kann ich für euch tun? Das hier sind unsere Problemkinder. Also mutig, mutig. Bereitet euch gut vor.